Screenshot created. Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Bah, auf diesem wunderschönen Sonntag hier und meine Stoppuhr startet nicht. Das ist ein Elend. Wir sind immer noch im Institut und sollten hier irgendwelche tollen Sachen machen, zum Beispiel Robotics. Also prinzipiell soll man sich hier, also das Zuschauerkommentare waren mich wieder. Vergesst auf keinen Fall das Serum von den Typen. Das habe ich mittlerweile von 3 Leuten gehört, also werde ich wahrscheinlich das Serum nicht vergessen. Werden die Abteilungsleiter kennen, ja. Insofern müssen wir hier sowieso mal ziemlich viel rumlaufen. Ich weiß ja, dass wir auf jeden Fall hinterher aus dem Institut wieder. Was ist das hier für eine lustige offener Schaltkasten? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir am Ende hier wieder rauskommen aus dem Institut und zwar und dann noch weiterspielen. Also, ich weiß sowieso, dass das Spiel weitergeht, nachdem man. Achso, hier stellen wir eine Power-Rüstung. Nicht, dass ich habe eine Reihe von Gegenständen, die bei ihren Oberflächenmissionen nützlich sein dürften. Sparen Sie Energie, wann immer Sie es können. Nö, nö, ich hab ein paar Fusionskerne dabei. Wie viel habe ich ja nicht genau? Ich glaube, ich hatte 38 oder so hatte ich noch. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall auch genug Fusionskerne, um hier noch eine Weile durch die Landschaft zu laufen. Was sind hier jetzt? Sind hier jetzt Munition? Ja doch, 45 Stück habe ich noch. Naja, das. Ach, da, der kaum spricht von Sandra, da ist auch schon. Unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Ah. Also ich sehe, Südläufer, wenn die volle Rüstung haben, dann sehen die sogar halbwegs aus wie Menschen. Das ist schon ein Dings. Guck mal, die haben sogar Arsch in der Hose. So, egal. Gehen wir einfach mal in irgendeiner. Was ist denn das hier? Verdammt, das ist ein Lastschiff vor. Nu! Gehen wir mal in die Robotik. Mal gucken. Ich wollte eigentlich in den Bio-Abteil, aber gucken. Das hätte alles sein können. Oh, ich hätte mir. Bestimmt nur ein Fehler im Nervensystem. Die Feinmotorik-Software könnte. Was ist denn das hier? Haben die haben ihre eigene GLaDOS-Version? Aber ihre Augen haben sich auch bewegt. Unwillkürliches Zucken und schnelle Augenbewegungen im Schlaf können nur eins bedeuten, Max. Du willst dir einfach nicht eingestehen, was es ist. Wenn du jetzt wieder eine deiner flammenden Reden über künstliche Empfindungsfähigkeit und Maschinen mit Seelen halten willst, lass es. Ich habe genug davon gehört. Die könnte ich schon aus dem Gedächtnis aufschreiben. Aber wir dürfen die Frage nicht ignorieren. Wenn ein Synth träumen kann, warum kann er keine Seele haben? Und wenn ein Synth eine Seele hat, ist er nach jedem überprüfbaren Standard ein Lebewesen. Natürlich ist es viel bequemer, sie als Maschinen anzusehen, damit wir mit ihnen tun können, was wir wollen. Wenn du unsere Arbeit ablehnst, Binet, dann weißt du ja, wo der Teleporter ist. Warte mal, das habe ich nie behauptet. Ich versuche nur, den Leuten die Augen für neue Möglichkeiten zu öffnen. Das ist eine unerwünschte Ablenkung. Wir sind Wissenschaftler, keine Philosophen. Du tätest gut daran, dir das zu merken. Direkt weiter zur Herstellung. Alter, da muss ich mal gucken, was die machen. Also hier werden also die Zünds hergestellt. Am Fließband vor allem, warum stellen die überhaupt so viele da drin? Also erstmal malen die anscheinend Muskeln auf. Oder was ist das hier? Warte mit. Jetzt will ich mal gucken. Also erstmal malen sie die Leute auf. Das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Aha. Ah ne, die sammeln Gliedmaßen raus. Achso, wie, die Zünds bestehen aus einem richtigen Skelett? Guck mal, da entsteht in der Mitte entsteht schon ein Herz. Wo wurde das mit reingesammelt? Wie, die Synths bestehen aus einem echten? Aha. Was kommt jetzt? Achso, jetzt wird das weitergetragen, okay. Aha. Vor allem, wie viel die produzieren, das geht ja unfassbar schnell, ne? So, aber das sind, also die haben schon ein inneres Nervensystem und Knochen sind da. Das stellt sich die Frage aus, welchem Material sind die Knochen? Sind die Knochen aus... Jetzt wird hier einfach Fleisch aufgemalt? Das geht aber auf. Na gut, das Fleisch sieht aber nicht ganz. Ja, vor allem, guck mal, die Synths haben nichts im Schritt. Die können sich also nicht von alleine reproduzieren. Aha. Ist das richtiges Biomaterial? Wahrscheinlich, oder? Ich meine, das heißt, eigentlich sind die Synths sind ja quasi. Also, die Knochen sahen auch aus wie echte Knochen. Sind Synths einfach Hallo. Menschen? Willkommen. Bitte hier entlang zur Herstellung. Aha. Also, so wird das Ding jetzt hier weitergetragen? Na, komm, mach. Was ist das hier noch? Schraubenschlüssel und die ganzen Werkzeuge. Aber prinzipiell Massen produzieren die ja einfach nur. Jetzt wird begutachtet. Alles gut. Zack, gegriffen. Weil die stellen ja hier, wie viel sind die denn hier am Tag? Weil die aber eigentlich ineffizient mit einem Arm, oder? Dass wenn das Ding hier dreiteilig wäre. Was kommt jetzt? Jetzt wird hier nochmal kurz ein bisschen Strom reingejagt. Aha. Bisschen reingedrückt. Aber vor allem kommt da immer der gleiche Typ herum, weil die stellen ja lauter Klone her. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein, oder? Weiß nicht, wenn das Ding hier dreiarmig wäre, wäre es, glaube ich, effizienter, oder? Die könnten noch. Ich kann mir nicht vorstellen, an der Oberfläche zu leben. Klingt wie ein Albtraum. Will jetzt versenken die das Zeug einfach in ihren lustigen Bad? Müsste ja nicht voll überlaufen, ne? Was ist das für ein Zeug? Deswegen steht da der fertige Zünd einfach auf?
Vor allem immer der gleiche Typ, ne? Mit seiner Halbglatze. Ob der so zufrieden ist? Womp, womp. Epithermia Supervision. Willkommen. Bitte direkt weiter zur Herstellung. Wie müsstest du eigentlich hier mega dreckig aussehen auf dem Boden? Na gut. Reden wir auf jeden Fall mit den Leuten hier. Das ist ja sehr interessant. Wissen wir mal, wie Zins hergestellt. Hallo, Wissenschaftler. Entschuldigung. Müssen wirklich überall diese Runner rumlaufen? Weiß ich nicht, aber... Das ist bemerkenswert. Wenn du mich fragst, könnte die Synth-Software ein bisschen Debugging vertragen. Ja, hallo, Entschuldigung, Max Doktor. Du bist zu einem bedeutenden Zeitpunkt eingetroffen. Unsere Synths der dritten Generation sind ein echter Durchbruch. Das Ergebnis von Jahrhunderten der Forschung. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass sie den Menschen in fast allen Belangen überlegen sind. Ja, aber kein Roboter ist mir überlegen. Versteht ihr euch da denn? Aber warum? Ich meine, das ist... Machen die damit nicht Menschen obsolet? Ist das... Was? Warum sind sie überlegen? Die Liste der Verbesserungen ist lang. Nach einer Stunde hätte ich noch nicht alles aufgezählt. Stell dir vor, was du ohne Angst vor Hunger oder Krankheiten erreichen könntest. Stell dir vor, was du erschaffen könntest, wenn du jeden Moment deines Lebens ohne Bedürfnis nach Schlaf nutzen würdest. Wie gesagt, ein bedeutender Zeitpunkt. Hallo, willkommen. Bitte hier. Doppelt so viel Zeit zu haben, wäre sicherlich schon als praktisch. Mehr hätte nicht zu sagen. Dr. Loken. Unsere Abteilungen sind alle wichtig, aber für mich ist die Robotik die erste untergleichen. Das Ding ist, das macht das nicht Menschen total obsolet, du wenn du also Robot... dabei, als die Bomben fielen. Das muss schrecklich gewesen sein. Ach, es ging eigentlich. War viel mit Rumrennen beschäftigt. Ist er heute noch? Ist alles möglich. LMB-Net? Doc? Ah, du bist es. Endlich bist du bei uns. Ich möchte mich für den... Ärger entschuldigen, den dir unsere Synths vielleicht auf deinem Weg hierher gemacht haben. Wir konnten ihnen deine Identität nicht mitteilen und sie haben bestimmte Protokolle, um sich und die Interessen des Instituts zu schützen. Die meisten habe ich selbst entworfen, aber nicht, um dir Probleme zu bereiten. Also, bleibst du jetzt bei uns? Das müssen wir nochmal gucken. Das Ding ist... Das ist ja schön und gut. Was mir so eingefallen ist, nämlich, dass die stellen sich zwar an sich für sich gut dar, aber trotzdem rennen die Synths erstens schadenhaft weg. Das muss auch einen Grund haben. Und zweitens sind ja auch Wissenschaftler weggerannt vor dem Institut. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit nicht relativ wahrscheinlich und hoch. Du bist bestimmt überwältigt. Ja, ja. Ich denk drüber nach. Ich hoffe, du bleibst bei uns. Das würde schon wirklich viel bedeuten. Wenn du was brauchst, besonders in puncto Synths, dann sag es mir einfach. Die Frage ist, ob man vorhandene Menschen verbessern kann. Das... Okay, das war jetzt die Abteilung. Gibt's hier du noch riechst, eine? Als wärst du an der Oberfläche gewesen. Das kann man riechen. Wenn das ist du mich fragst, könnte die Synth-Software ein bisschen Debugging vertragen. Vor allem, ich seh eigentlich an den Synths nicht mehr besonders viel, was tatsächlich Software hat. Alle neuen Synths müssen unverzüglich bearbeitet werden. Okay, das ist die ganze Abteilung. Ich hätte eigentlich gedacht, da ist ein bisschen mehr. Na gut. Also eine große Maschine, wo Zeug zusammengebaut wird, und das ist es. Wie gesagt, prinzipiell ist da nicht mehr viel Mensch dran, Roboter dran, oder? Also die Zünste der ersten und zweiten Generation, zum Beispiel, wenn wir uns, vor allen Dingen, da muss man wieder Valentine bedenken, der immer noch aussieht, der immer noch komplett aussieht wie ein Roboter, aber prinzipiell eigentlich schon komplett, also Statusmeldung, alle Funktionen normal. Valentine funktioniert ja komplett normal, wie ein Dings. Falls Sie bemerken, dass Chemikalien austreten, yeah, alarmieren Sie bitte nimmt sich ja komplett wie ein Mensch und handelt doch so, sah zumindest so aus mit seiner Außenhülle, ist aber trotzdem noch in Biowissenschaft. Na, wollten wir das heute noch mal hin. Also, prinzipiell ist Valentine scheinbar der Prototyp, bevor das, die ganze Schorn-Geschichte aufkam. Okay, sieht aber ein bisschen unnötig aus mit den offenen Seitenklappen. Ah, jetzt läuft schon ein bisschen größer. Hier in Biowissenschaften können wir ein bisschen erkunden. Wir müssen ja sowieso in das gute Labor unseres Doktors. Vielleicht finden wir noch ein paar Tagebücher, die würde ich hier gerne noch lesen. Weil ich wüsste nämlich gerne, was er damit eigentlich bezweckt hat. Guck mal, Lagerräume. Die sehen... Also es sieht hier wirklich sehr steril aus. Na gut, wenn man eine Horde von Robotern hat, die dafür sorgen, dass immer aufgeräumt wird. Große Teller. Ist ja schön. Haben wir auch kleine Teller? Sensoren. Ich habe leider keinen Platz mehr im Winter. Oh, guck mal, für 17. Gut, dass hier Munition rumliegt. Nu? Aha. Wie schön. Hat sich das gelohnt? Eigentlich nicht, oder? Hm. Eine Spritze. Hm. Adiktol. Nein, jetzt habe ich einen Dreifachwechsel. Oh, ich habe noch Platz mehr. Okay, gut. Aber viel mehr darf ich auf jeden Fall nicht mehr mitnehmen. Ja, wie gesagt, diese ganzen sterilen Räume. Viel los ist hier nicht, ne? Vor allem ewig verwirrend hier. Das ist, wir gehen hier von einem... Das ist so, als würden wir auf einem großen verlassenen Raum stehen. Vor allem, wofür ist zum Beispiel dieses kleine Zimmer hier? Da steht nur ein Mikroskop drin. Schleppt hier also irgendjemand seine Proben? Cool. Oh.
FIV-Labor? Ob ich da drin sein darf? Das ist der Forced Evolution Virus, ne? Das ist... Oh. Oh. Oha. Okay, hier ist, ich habe mir das Gefühl, dass ich hier nicht mehr ganz so offiziell bin. Oh, shit. Ich sollte vielleicht mal speichern, bevor ich ins FIV-Labor gehe. Also scheinbar, das wird zumindest erklären, warum der gute Doktor hier ausgebrochen ist, wa? Wo sind's denn? Vor allem, wie er runtergekommen ist. Ich würde gerne mal einen Computer sehen, wie lange ist das her mit dem FIV-Labor? Wie schnell fällt das Ding hier auseinander? Das sieht halt also auch mit dem FIV rumgespielt. Das ist natürlich sehr interessant. Aber das ist ja eigentlich auch so ein wiederkehrendes Element in der Fallout-Serie. Ein Trinkglas, Schreibtisch, technische Dokumente, immer gut. Clipboard. Oh. Ich frage mich ja, wie viele Alarmanlagen es gibt, die eventuell wissen, dass ich hier bin. Fusionszellen, Schwarms hier. Na, gucken. Wer mir hier noch begegnet. Scanner deckt Lebewesen. Alarmstufe erhöht. Aua! Alter, die Institutstürme machen ganz schön Schaden. Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. Ein Zweifachschuss auch schon reicht, um hier die Dinger rauszunehmen. Ich habe jetzt gerade den voll aufgeladenen Schuss abgefeuert. Zuckerbombenquam. Alter, hier sieht. Sensoranalyse negativ. Waffen gesichert. Ja, ich glaube, wenn ich die Typen einfach niederbürste, fahre ich besser. Fusionszellen, jojo. Fusionszellen. Was haben wir hier noch? Netzrelaisprung brauche ich nicht. Bevor ich hier lange rumhacke, mache ich die Tür wieder so auf. Das ist natürlich sehr interessant, dass sie den FIV brauche. Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass ich hier so schnell wieder ins Rumballern komme. Durchdringender Rotzhangen-Mod? Echt jetzt? Okay, ich nehme den mal mit. Das Ding leuchtet ja schön. Ach, schade, die Computer hier sind leider alle kaputt. Ach, ein klassischer Aggressortron ist das noch. Ein alter. Also... Siehst du, das hätte ich an der Stimme eigentlich raffen müssen. Das ist kein Zünd, das ist sondern ein Aggressortron, also noch ein Vorkriegsmodell. Oder waren das Roboter der Aggressortron-Klasse an unbekannten Eindringlingen? Zeigen Sie sich unverzüglich. Oh shit. Gefechtszone umkämpft. Ich habe ein bisschen Angst, dass das hier irgendwie leider irgendwo zu Meldungen führt, mein Tun hier. Ach, Gewicht 2, ja, die wiegen zu viel, diese Schallplatten. Ich würde sie ja gerne mitnehmen, aber... Okay, also Laserwaffen sind gegen Aggressotrons nicht so cool. Und jemand meinte, ich sollte dringend Maisstärke anbauen für Kleber. Das soll helfen. Ach, guck mal, die Lampen sind immer noch... Ist das hier vielleicht das ursprüngliche Teil des Instituts? Also... Einer der ganz alten Teile, weil wenn hier an FIV geforscht wurde. Ich weiß nicht, wie hoch angesehen so FIV-Forschung ist. Fand ich sehr linear hier, das ganze Labor, ne? Ja, doch nicht mehr so linear. Was ist das denn? Also ich warte eigentlich immer noch darauf, dass ich hier irgendeinen Supermutanten begegne. Ah, dann bin ich eigentlich langsam mal überladen. Das kann eigentlich nicht mehr lange dauern. So viel zum Thema, das wird jetzt die nächsten 20 Folgen, sind wir nur am Rumlabern. Zumindest damit habe ich gerechnet. Das wär's. Oh. Okay, so alt kann das hier doch nicht sein, wenn ihr in den Dings hier schon die Wanner-Uniform, schwarzer Labor ist. Warte mal, ein schwarzer Institutslabor-Kittel, da bin ich ja mal gespannt, wie der aussieht. Diese langen Schränke waren in Fallout 2, waren die noch sehr anstrengend, da musstest du mir jeden einzeln aufknacken. Warte mal, wie sieht denn jetzt der schwarze Institutslabor-Kittel aus? Das ist der schwarze... Naja, so richtig schwarz ist der aber auch nicht, also dafür, dass es groß dran steht... Ja gut, der hat so ein paar schwarze Dinge, so, das ist irgendwie vom Festchefwissenschaftler. Nein, wir wissen jetzt ja, wo er liegt. Vielleicht, wenn wir ihn irgendwie nochmal brauchen sollten, dann könnten wir den ja nochmal anziehen. Oh, eine Hauskatze. Ich meine, das sind alles Generation 1 zu... Meh. Kann ich irgendwie vielleicht... Nee. Ich wollte doch eigentlich mal probieren, ob man vielleicht eventuell mit ein bisschen weniger Power auch durchkommt. Weil ich verbrauche jetzt jedes Mal... Biometrischer Scanner? Ja. Jedenfalls hier werde ich für Feind bezogen. Ist ja schön. Ich würde eigentlich mal testen, ob ich nicht eventuell mit zwei Lagen auch klarkomme. Immer für 5 Schuss Laserpistole abzufeuern.
Scheint mir auch so ein bisschen Verschwendung zu sein. Muss ja nicht sein. Nöch. Vor allem, weil ich mir sagen habe lassen, dass die... dass die Lasermuskete definitiv zu einer der besseren Waffen gehört, die hinterher im späteren Spielverlauf immer noch... Oh, ein Supermutant. Der sieht recht tot aus. Der hat eine Hauskatze. Ich würde, wie gesagt, wo ist denn hier der... Sonst hat man doch an jeder Ecke mal... Sieht hier auch ein Supermutant? Nee, das... Supermutanten ein kindliches Gemüt haben? Ja, Blut und Würfel, das ist natürlich schön. Uah. Okay, zwei Ladungen sind also zu wenig. Versuchen wir mal mit drei oder vier. Aua! Die machen halt immer so dauerhaften Schaden, die Dinger, aber die so. Weil die halt so konstant Feuer, vor allen Dingen. Ich will nicht wissen, was die. Jetzt komm ich da nicht ran oder was? Hallo? Ich will vor allen Dingen nicht wissen, was die Laserfallen hier auslösen. Noch mehr totes Sins. Was ist denn hier? Also spricht auf jeden Fall einiges dafür, dass hier dicke Supermutanten durchgelaufen sind. Aber immer vier. Also wenn ich genau vier Fusionszellen hätte, sind, glaube ich, okay, weil genauso viel verbrauche ich auch dafür. Für einen so einen Geschützturm. Aber hier sitzt es ja auf jeden Fall daumäßig ruhig. Nicht mal mehr die. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Jetzt muss ich hier echt hacken oder was? West? Ja, natürlich nicht. War ja klar. Das ist normalerweise hat man dann so eine Forschungsanlage ein bisschen mehr. Ich würde, wie gesagt, gerne mal lesen, was hier... Also scheinbar haben sie ja versucht, also zumindest anhand von Sworn und den guten... an Virgil, war ja schon relativ klar zu erkennen, dass es scheinbar das Forschungsziel bei der ganzen FEV-Geschichte war, das irgendwie intelligente Supermutanten herzustellen. Also ohne den ganzen... Weil die meisten Supermutanten sind halt ziemlich stumpf. Das ist ärgerlich. Außer der Meister. Der Meister ist komischerweise schlau geblieben. Aber vielleicht lag das daran, den Computer, der mit dranhängt. So, West. Vielleicht Reds. Auch nicht. Also am R liegt es schon mal nicht. Also EST müsste irgendwo dran. Könnte einer Buchstaben sein. Wool hat kein EST. Gang hat auch kein EST. Wing hat kein EST. Drag hat kein EST. Dite hat auch kein EST. Weird hat auch kein EST. Doch, hat nee. Bin durch. Ach, jetzt hätte ich die Türme ausmachen können. Das ist ja schön. Das ist ja schön, dass ich da, dass die Steuerung für die Türme 5 Meter hinten liegt. Warum ist das jetzt hier? Das nervt mich ja auch, weil es so richtig doll schlimm ist, wenn man gar nichts hört. Oh. Hier sieht es doch vor allen Dingen ein bisschen sauberer aus, ne? Oh, war Virgil vielleicht nie ein Wissenschaftler, sondern immer so ein entlaufender Supermutant? Ich meine, guck mal, hier ist ein Ding frei. Mit einem Stuhl. Oder sind das direkte Kopien von Virgil? Nee, eigentlich nicht, oder? Andererseits, Virgil hat ja die ganze Zeit auf dem Gerät, dass seine Hände zu klein sind. Das ist unmotorisch, das ist auch in seinen eigenen Tagebüchern. Also spricht viel davon, dass er auf jeden Fall, Brian Virgil, persönlicher Eintrag, gibt es noch mehr von Virgil hier? Ne, okay, es gibt anscheinend nur den einen. Dann hören wir uns erstmal den einen an. So. Ach, ich hätte mir den noch gleich anhören können. Jetzt muss ich das Ding wieder raussuchen, ne? Persönlicher Eintrag 067. Bin ich ja mal gespannt, was der gute Virgil zu sagen hat. Dr. Brian Virgil. Dies wird wohl meine letzte Aufzeichnung sein. Meine Anträge, das FEV-Programm einzustellen, wurden wiederholt abgelehnt. Wir haben in den letzten 10 Jahren nichts Nützliches herausgefunden. Warum besteht Vater darauf, es fortzusetzen? Wenn er nicht zur Vernunft kommt, muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Was wir tun, das ist nicht richtig. Das muss aufhören. Wenn jemand das hier findet, wenn ich nicht mehr hier bin, ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Niemand. Verstehen Sie das? Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach, mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also, gehe ich. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Alles, was wir getan haben, die Leben, die wir genommen haben, wenn es einen Gott gibt, dann möge er Gnade mit uns haben. Aha, da bröckelt doch Vaters scheinheilige Fassade schon mal ein bisschen mit. Naja, hier, ganz toll und alles. Na gut, dazu mehr in der nächsten Folge. Wenn es dann wieder ist, Fallout 4. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.